Hi und willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Super Smash Bros. Ultimate. Lass mal ganz kurz hier alles abchecken. Wir sind im Abenteuermodus, nachdem wir natürlich eine Welle von oder eine Lawine von Charakteren freigespielt haben im letzten Part. Und ja, gucken wir erstmal, was wir alles bekommen haben. In diesen ganzen Erkundungen und was weiß ich. GP. Wenn wir irgendwie bessere Sachen geben, ne? Aber ich glaube, das läuft immer so nach einer Stunde oder so ab, also oder zwei Stunden. Deswegen, oder hängt vom Level ab, kann natürlich auch sein, was ich hier bekomme, ne? Wenn ich hier so schwache Gegner reinschicke, dann wird das wahrscheinlich nichts. Aber ich muss auch meine Charaktere irgendwie hochleveln, ne? Hör mal. Weiter. So, dann kann ich hier im Dojo, glaube ich, irgendwelche abholen, ne? Boom. Beendet. Was kriegen wir hier? Ach, das ist auch so eine Erkundung. Oh, sehr gut. So, hier kriegen wir zum Beispiel mehr. Level 21. Ich glaube, die waren ja auch ein bisschen höher gelevelt. Also vielleicht liegt das echt daran. So, habe ich den ausgerüstet? Ich weiß gar nicht, weil ich ausgerüstet habe. Leute, dann ab Arsch. Ich meine am Arsch. Ich meine Abmarsch. Das zweite Mal war sogar echt aus Versehen. So, ich habe ja GP bekommen, ne? Also kann ich bestimmt wieder Sachen kaufen, ne? Ja, so, muss ich die mal alle hier neu reinpacken, Mann. Warum nicht? So, wir nehmen dieses. Was auch immer das sein soll. Den Hund. Den Typen. Und Metal Sonic. Wird schon irgendwas bringen, ne? Meilenstein oder irgendwie sowas. Wenn ich genug Sachen gelernt habe, nehme ich mal an. Der Charakter ist, glaube ich, aus Xenoblade Chronicles. Ich habe irgendjemand nachgeguckt hier. Man kann sich ja nachgucken, welcher Charakter von wo ist, im Katalog oder irgendwie sowas. Also, da habe ich das herausgefunden. Gut. Dann, ich habe den Bo ausgerüstet. Okay. Soll ich Charakter wechseln? Ja, machen wir mal, ne? So. Wie Schwertkämpfer will ich noch nicht. Pummelhof, natürlich Pummelhof, nein. Spielen wir mal wieder Donkey Kong. Schon lange nicht mehr gespielt, ne? Den dürfen wir ein paar easy Kills hier kriegen, ne? So, wo will ich denn überhaupt hin? Da ist eine Schatztruhe, lass mal da reingehen. Ja, ja, der Gegner hat nach Items. Eine Mona. Und Splatoon. Ich glaube irgendwie Verkäuferin davon, ne? Oh, da war knapp. Oh, die Musik, ey. Klatsch, Bitch, Bitch Slap, Bitch Slap. Blumen nach mir geworfen. Also alles so vergiftete Sachen, ne? Oh, Hilfe. Oh, Steuerung geändert. Oh, werf das Ding bloß weg, ey. Oh nein, jetzt hat die wieder so ein Ding. Mal weg mit dem Teil. Das ist so verwirrend, ey. Vor allem in der Luft. Hörst du auf damit? Aha. Mal weg.
Na ja, frisst das. Bitte wirf nicht noch so ein Teil nach mir, ey. Nein, hör auf damit, boah. Oh, das ist so. Also, wisst ihr, wie verwirrend das ist, so mitten in der Luft, ey. Wenn die Steuerung umgedreht ist, dann gibt's einfach nicht, ey. Ich kann überhaupt nichts mehr machen dann. So, komm her. Bitch slap. Bitch wurde geslappt. Bitch slap. Weg damit. Hast du aufgesammelt? Nein, Finger weg. Weg damit. Weg damit. Kann ich öfter machen. Ah, nein, das gibt's nicht. Was? Was sollte das denn? Ey? Okay, nehme ich. Was war das denn jetzt? Egal, Truhe. Wissen. Nein, Geisterpunkte. Ja, da muss überhaupt der Shop. Nur bestimmt jetzt wieder neue Sachen, ne? Ja, guck mal, ich habe jetzt genug. Ich hab jetzt genug GP. Ja, minus 10%. Ja, warum nicht? Macht immun gegen Stürme. Kann ich irgendwie sehen, was die Dinger machen? Ja, was soll's? Ich will es trotzdem haben. Ich habe Geld, ich muss es ausgeben. So funktioniert Geld, ne? Na, 10% Nachlass, gerne. Die Kiste. Ein Salz-Snack oder was? Gut. Wer bist du? Yuri Katsukata. Kotsukata. Helfer Trophäen machen dir das Leben schwer. Das klingt sehr nervig. Lassen wir das erstmal. Was ist hier? Titty! Stärker Angriffe mit Nahkampfwaffen für Gegner. Dein Gegner startet mit dem Schnitter. Mit dem Schnitter, was? Sensenmann von Pit oder was? Kid Icarus. Schwert, was? Ach, ein Schnitter aus Fire Emblem. Okay. Also Killing Edge. Boah. Die Waffen in Fire Emblem, die kritische Trefferchance erhöhen. Okay, das ist das Schwert also. Ah, wenn das leuchtet, macht das mehr Schaden. Also wie ein kritischer Treffer halt, ne? Ein Fire Emblem. Sollen wir wieder boxen? Ich habe schon mal gegen dich geboxt, Little Mac. In Super Punch Out, ja. Little Mac hat gegen Donkey Kong geboxt in dem Spiel. Jetzt weiß ich jetzt, was das Schwert ist, ey. Das war einfach nur so ein random Schwert, hallo? Also umfällen. Fire Emblem sehen alle Waffen irgendwie in jedem Spiel irgendwie anders aus, also. Und die leuchten auch nicht. Hin und wieder. Doch, Kämpfer! Komm ich da hin? Da komme ich sogar hin, oder? Nee, da ist eine Höhle. Wie komme ich da hin? Aber da komme ich auch nicht hin. Oh! Okay, da ist noch ein Geist. Ich sehe aber natürlich jetzt nicht hier, wo ich. Da kann ich immer noch nicht durch. Da habe ich schon alles. Gehen wir mal gucken, was wir ja schon alles haben. Hier haben wir noch nicht viel. Vier. Sehen Hauptgegner, um zu gewinnen. Gesenkte Sprungkraftpflicht. Der Gegner hält im Kampf verstärkt und das klingt sehr nervtötend. Lass mal lieber. So, hier ist der richtige Weg, ne? Ich wünschte, ich könnte so rauszoomen und trotzdem noch sehen, wo was ist. Also Geister oder Gegner oder was weiß ich. Da kann ich immer noch nicht durch. Da ist noch ein Gegner. War nicht Sakura. Nee, die Sakura-Karte. Ja. Drei Sterne. Den kriege ich ja wieder nicht hin. Da muss ich gegen Corin und Melinda kämpfen, da kriege ich ja irgendwie nicht hin.
Da kann ich auch noch nicht rein. Da ist irgendwas sehr dickes. Ist das ein Boss oder irgendwie sowas? Muss immer das gucken, ne? Wo bin ich denn stark genug? Ellie, ein Stern. Das soll aus Donkey Kong, oder? Jetzt auf seinen Spezialstandard ein, Shiggy. Was ist denn der Spezialstandard bei dem? Aquaknarre, ne? Oh Gott. Boom. 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 Ne, Surfer oder was? Ja, weil immer dieser Angriff sein soll. Ne, das jetzt wieder aufgeladen. Mitten in die Fresse, Dreck. Kommt her. Kommt her. Oh, Dreck. Slap. Slap. Oh, wie die halt immer schaffen auszuweichen, ne? In der Luft. Na, schon wieder. Mit dem Ellbogen. Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Ist er nicht aus Donkey Kong? Kann man da nicht auch einen Elefanten reiten? Ne, ich denke an das Nashorn, ne? Dreck. Warte mal hier. Gerd. Der Gegner jagt nach Items. Klingt nicht so stark. Klingt nicht so schwer. Machen wir das. Boah. Soll ich dich eigentlich verarschen? Oh nee. Oh Gott. Boah, warum ist denn der? Meins. So, komm her. Boah. In der Luft gewinne ich irgendwie nie, habe ich das Gefühl. So, frisst das. In der Luft haben irgendwie die Gegner immer Priorität. Immun gegen Einstampfen, etwa dickes Spezial seitwärts oder fallen. Ah, genau. Meine Kupnuss. So, ich wollte, glaube ich, irgendwie so 60 oder 80 Dinger irgendwie sparen, ne? Für die Geistertafel. Lass mal schauen. Geisterbaum. 70, hallo. Versteckt einen Standardangriff. Oh, perfekt. Cool. Ja, er dürfte es ein bisschen einfacher machen, die Gegner aus dem Arena-Zaun, ne? Chorknaben. Da ist noch ein Kämpfer. Komm ich aber nicht hin. Chef. Das ist Chef. Oh Gott, hier sind ja nur Powerhäuser. Bin ich noch nicht hingegangen? Das habe ich mal versucht. Da kam ich nicht vorbei. Eine gute Frage, wo ich als nächstes hingehen soll, ne? Komm ich da ein? Viridi. Das hatte ich, glaube ich, auch versucht. Muss ich innerhalb von 20 Sekunden oder so einen Gegner erledigen, glaube ich, ne? Aber pff. Affe im Dschungel, das ist furchtbar, ne? Da habe ich nicht vorbei. Irgendwo muss ich ja hier vorbeikommen, hallo? Trude. Stecker auf den Nahkampfangriff vor allem, ja. Wenn ich schon nicht weiß, wo ich hingehe, dann mache ich halt irgendwelche Kämpfe eher, ne? Warum nicht? Ja, guck, wie stark ich jetzt bin. Standardangriffe, ich nehme an, das sind die hier, ne? Allgemein irgendwie. Weil da hab's auch irgendwas, ne?
Da, wie ist die da schon wieder perfekt ausgewichen? Oh, Schwertkampf. Oh, Katana. Sandschnitter. Wieder aus dem Laserschwert. Ich habe meins wird auch so ein Laserschwert. Oh, sehr gut. Boom. Waffen stärker. Da war ja perfektes Timing. Leicht Schwerter, Patch und Hammer. Cool. Gut. Also bedeutet das auch irgendwie Dings hier, wenn Charaktere so angreifen. Da will ich dahin. Ich glaube, ich will dahin. Schrimpsen. Also ein Verkäufer aus Platoon. Ich essen kann steigen. Kampf auf Welt leichter. Okay. Essen. Das ist ja schon mal. Ich komme um die ganzen 3 oder 4 Sterne Gegner, wenn ich irgendwie vergeistert habe und ein bisschen stärker geworden bin. So ein Gefühl. Nein, nicht den Eistee. Oh, ich habe den gegessen, getrunken. Dreck. Ich weiß, du willst da Popcorn. Oh, ich habe A gedrückt. Okay. Gut zu wissen. Kommst du mal hier hoch? Pyrigon, geh weg. Oh, ich bin noch gelber jetzt. Nein. Meins. Noch Hot Dogs. Mein Gott. Schwerkraft. Halt mich statt. Nee, da war was drinne. Oh, Spaghetti. Oh. Ich will mal irgendwann hier einen Kampf sehen, wo nur Pokebälle irgendwie sind. Ich dachte, die wird jetzt volle Möhe runterfallen. Wir nach dem Essen Angriff, Abwehr und Lauftempo leicht. Cool. Saffronia City. Ach, Saffronia City. War das? Ja. So, King Bulbin und dort Bulbo. Der Gegner setzt auf Sprint angefallen. Alles klar. Das ist schön für den Gegner. Ja, wer ist jetzt wer? Ist der King oder der Lord jetzt hier, das Reittier? Was höre an, Lord oder ein King? Das war eine gute Frage. Geh raus. Du bist jetzt da raus. Nimm mal einen Bulbo, ist der Bulle da? Wenn nicht, dann wäre das irgendwie merkwürdig. Kann er nicht irgendwie einen vernünftigen Namen geben wie Bud Stallion oder irgendwie so Arschgau? Oh, ganz ruhig, Arschgau. So, aber ich muss sogar hier weitermachen. Kuppelt. Den gehen wir jetzt auf Spezialstandard ein. Spezial, ja, den Pfeil, ja, super. Wird überhaupt nicht nervig. Oh Gott. Bei euch habe ich alle weg. Euch klatsche ich alle weg. Wortwörtlich. Donkey Kong macht direkt alles kaputt. Tschüss. Klatsch. Gut. Mit Donkey Kong scheinen wir auch oft Fortschritt zu machen, habe ich so das Gefühl. Weil er die Gegner so schnell weghaut. Gut. Da oben sehe ich schon wieder einen neuen Charakter. Kommen wir mal dahin. Oh, blauer Schalter. Oh, da ist ein Kämpfer ganz rechts. Wie groß das hier noch alles ist. So, aber da ist eine Truhe. Diveman, ein Stern, kein Problem. Ich glaube, ich hätte hier als erstes hingehen sollen. Hier sind irgendwie Gegner voll einfach. Austauschmash. Steel Diver. Wach, dieses Ding. Oh. Alter. Oh Gott. Ich wollte schon sagen, wo kommt denn der Hund auf einmal her? Oben.
Aber ich dachte, du warst ja mit dem 5. So. Oh, beide erledige ich gerade. Sehr cool. Ich habe da eigentlich im Hintergrund den Mond erst gesehen. Der Mond von irgendwie Majora's Mask, Legend of Zelda Majora's Mask, glaube ich. So, ich kann mich nicht bewegen. Okay. Okay. Was Dickes aufgetaucht, glaube ich. Oder ist noch Kämpfer, sehe ich gerade. Egal, ich habe eine Truhe hier. Wissen. Wissen macht. Ah. So, Kostur so. Hier eine Superrüstung. Ist aber langsam. Erscheint nur bestimmt Pokémon aus den Bällen. Okay, lass mich raten, nur das Viech, ne? Oh, der hat einen Pokéball. Geh weg. Schon gewonnen. Was? Hat er es nicht geschafft, sich zu retten oder was? Boah. Na, schon wieder passiert, Mann. Okay, neuer Charakter. Komm. Und Abwechslung wieder. Oh, Yoshi. Kein Problem, Yoshi, dich krieg ich. Den schnapp ich mir. Sehen wir aber erst im übernächsten Part. Wahrscheinlich. Außer der eine Charakter ist auch cool. Da. Dreck. Mitten in die Fresse. Mitten, nein. Na komm. Nein, ich wollte nicht. Wie Birne. Okay, ich habe eigentlich geblockt, aber irgendwie habe ich das Ding jetzt eingesammelt. Oh, ich frage mich, ob ich das Ei hätte zurückschlagen können. Cool. Yoshi kämpft nun mit. Eine Menge lernen, Juppie hier. Boah. Und da wartet noch ein Charakter. Da unten, am Ende der Brücke. Ja, vielleicht auch mal hingehen sollen. Weil da oben. Aber da komme ich wahrscheinlich noch nicht hin. Ach, ich muss sogar so dahin irgendwie. Okay. Dann wir nochmal hier. Merrick. Er ist aus Fire Emblem. Ein ganz altes Fire Emblem. Ich glaube aus dem ersten Teil. Wie man schon dieser an dem Art-Style irgendwie. Charaktere sahen sehr merkwürdig aus damals. Warum bin ich eigentlich immer so blau am Leuchten? Wie war da mein König Buch oder so? Durch den Angriff weißt du natürlich aus, ne? Bist dich. Ich bin Affe, ich bin immun gegen Feuer, weißt du das nicht? Boom. Also vollgebracht, Robin. Mein Gott. Aura-Angriffe. Warum verstärkt? Fire Emblem Charakter Aura-Angriffe, was? Ist 24 Minuten, ey. Können wir noch ein paar Kämpfe hier reinhauen? So, Lucario, hi. Im Kampf um freien Kämpfer, cool. Habe ich Lucario eigentlich schon als Kämpfer? Also als freigeschalteten hier so? Ich glaube ja, ne? Ja, klar, habe ich den. Ich weiß, ob ich den gestern gespielt habe. Im Multismash.
Wichser. Oh, was? Nimm das. Ah. Ist das? Alter. War das? Ich glaube, das war ein Metallding, ne? Nee. Sehr gut. Ja, flieg noch mal da rein. Sehr gut. Ich verstehe nicht, wie es dazu gekommen ist. Die Reaktion von Donkey Kong immer. Wie ist das passiert? Keiner weiß es. Es ist ein Mysterium. Okay, ich nehme an, ich werde wieder einen Charakter jetzt gleich bekämpfen, ne? Right, Pico. Okay, dann gehen wir mal zum Wissensbaum. 40, mein Gott. Fänger Schaden durch Gift, ne? Steckt gleich Spezialtechniken. Ja, das hätte ich gerne. Mehr Bremskraft auf dem Boden. Ja, noch 10 Punkte. Ne, 40 Punkte. Ja. Dann kriegen wir das. Okay, kann ich ja wieder neue Sachen kaufen. Aktivitäten, was hier schon wieder. Ja, für einen Charakter gehe ich jetzt nicht. Hier sind wieder zwei neue, oder? Taubsee. Warte mal, hatte ich den schon? Ne. Will er nicht neu stehen, ne? Mir aufgefallen ist, es gibt gar keine Trophäen mehr in diesem Spiel. Da bin ich ein bisschen schade. Ich fand die Trophäen irgendwie ein bisschen besser. Lernjuwel. Boom. Kugelbilly. Kugelbilly Kettenhund. Bin ich ein bisschen schade jetzt, ey. Ich habe die Trophäen immer gerne angeguckt, weil die da so aufgestellt. Also ein paar Sachen wurden halt geändert. Hätten sie ruhig lassen können, finde ich jetzt. So, kann ich irgendwas hier entwickeln? Steht doch, glaube ich, dann irgendwo da, ne? Level 99 Evolution möglich. Dann verwaltet sie sich in diesen komischen Dämon irgendwie. Aber ich muss Geisterpunkte... Pff, na toll. Ich muss Geisterpunkte benutzen, um die hochzuleveln, was? Oh, dann gehe ich eben. Nichts machen kann. Ein neuer Gegner trifft ein. Wer ist das denn? Ach, Meta Knight. The most broken character in Brawl. Ernsthaft, der war so broken, der wurde von Turnieren verbannt, ey. War irgendwie der einzige Charakter, der irgendwie ein S-Tier oder so hatte. So rangmöglich, die Kack, so Kämpfer werden ja immer in so Tiers irgendwie so sortiert. Und ja, das ist wie ein Pokémon hier irgendwie, wo einige Pokémon irgendwie zu überzählen oder irgendwie sowas. Was weiß ich, was da für nochmal für Ränke gibt. Und ja, Meta Knight war der einzige Charakter, der im S-Rang sozusagen war. Oder so überpowered war. Und ja, wir haben sie anscheinend ein bisschen schwächer gemacht. Ich spiele auch Donkey Kong, also jetzt kriege ich Geisterpunkte. Rette im Abenteuermodus 100 Geister. Ja, okay, ich würde sagen, wir gehen da noch mal kurz zurück und leveln die Mutter hier auf. War glaube ich die Mutter von einem Charakter von Wario. Wer vorher möchte ich gucken, Ganondorf, Twilight Princess. Okay, Lotion auf 99 möglich. Okay, er saubert Shop Sortiment vergrößert. Igel, warum nicht? Wrestler Pikachu. Keine Ahnung. Ring-a-ding. Stage-Bilder. Oh, das ist das Kampfthema von Fire Emblem 2. Oder Echos mittlerweile. Und dann gehen wir noch mal zum Abenteuermodus und hallo,
mache ich im nächsten Part. Gehen wir noch mal ganz kurz zurück, wo ich glaube, ich kann auch hier machen, ne? Irgendwo kann ich das, glaube ich, auch hier machen, ne? Nein, das wollte ich eigentlich nicht. Aber das können wir mal im nächsten Part machen. Kann ich nicht auch irgendwie hier machen? Ich weiß es nicht, boah. Machen wir im nächsten Part. Mit Hochleveln und so. Und dann würde ich sagen, ich werde die Part hier. Nächste Folge, weiß ich nicht. Ich will mal Geistertafel wieder machen, wo wir ja so Geister bekämpfen müssen und so, ne? Und ja, würde sagen, war's in diesem Part und wir sehen uns in der nächsten Folge. Dankeschön fürs Zuschauen. Schaltet im nächsten Part wieder ein und tschüss.